So, moin, wir stehen hier in meiner Wintergerste. Das ist hier mein hängigstes Stück. Viel mehr Hang habe ich nicht. Hier sieht man es. Ist leicht abschüssig, stehe hier in der Fahrgasse. Jetzt gab es ja in den letzten Tagen in Deutschland überall Starkregen und Gewitter. Und das hier ist Direktsaatgerste. So, jetzt wollen wir noch mal gucken, ob der Boden das hier aufnehmen kann. Ich habe mal die Gießkanne mitgebracht und dreiviertel voll gemacht. Sollen wir mal schauen, wie wir es machen. Gucken, ob der Boden das verarbeiten kann, ne? So, also stehe ich an der hängigen Stelle. Ja, mehr hängig habe ich es nicht. Fast. Lassen wir das da mal drauflaufen, ne? So, schön von oben drauf. Dreiviertel Gießkanne. Sind 7,5 Liter. So, gucken wir gleich mal, ob es hier irgendwo läuft. Da steht es ein bisschen, das Wasser. Ich glaube hier, ups, hier läuft es minimal. Nein. Wo geht das Wasser lang? Nee, da ist eigentlich da. Schon versickert. Da steht noch ein bisschen in der leichten Lunke. Hier auch weg. Hier habe ich es hingeschüttet eigentlich. Da versickert jetzt der letzte Rest. In dieser kleinen Lunke. Ja, das war's. Hier irgendwo nach rechts ist es hingelaufen. Oh, hier steht ein bisschen Weißklee. Aber es sind keine Erosionsspuren zu sehen. Ich versuche nochmal näher dran zu gehen. So sieht der Boden aus. Keine Erosionsspuren. Nichts gelaufen. Wasser ist versickert. Optimal. So, ich glaube, es fängt auch schon gleich wieder an zu regnen. Na, wird es schärfer? Jetzt stehe ich nochmal eben in der Fahrgasse. Hier ist unbewachsen, hier ist der Trecker lang gelaufen, Spritze, Dünger, Streuer etc. Boden unbedeckt. Hier habe ich noch den Rest, das ist jetzt 3 Liter Regen, 3 Liter in der Kanne. Das kippe ich nochmal eben in die Fahrgasse. Auch wieder an der hängigen Stelle. Schön von oben drauf. So, da läuft es natürlich jetzt. Oh, da läuft es. Es nimmt auch gleich ein bisschen Erde mit. Ist braun. Fahrgasse ist halt verdichtete Stelle, ne? Unbewachsen. Oh, da hört es gleich auf. Und wir haben hier überall, sag mal, dieses bisschen Verwaschene, ne? Verwaschen, weil es halt hier, da sieht man es. Regentropfen schon drauf geprasselt, leicht oberflächlich verschlemmt und lässt den Regen nicht mehr einsickern. Ne? So. Ist circa 1,5 Meter weit gekommen von der Stelle, wo ich es hingetan habe. So, darunter wird es in den Bach gehen. Deswegen ist natürlich das oberste Ziel, das hier alles überall bedeckten Boden zu haben. Das ist auch in den Fahrgassen nicht, läuft halt extrem schwierig. Irgendwo sind halt mal Fahrgassen. Aber ansonsten sieht das ja so aus wie hier. Garer Boden. Regenwurmlosung. Da war ein Tierchen gerade. Da ist ein Tierchen, ein Laufkäfer. Bis zum nächsten Mal.